Ah, die Fans von der AfD wieder. Ja, ich freue mich. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt auch ein Lächeln in Ihr Gesicht zaubern und noch mehr lächeln, denn ich möchte eigentlich die 7 Minuten nicht ausschöpfen. Ich werde es auch nicht tun, wobei ich nach der Rede von Herrn Baumann versucht wäre, es zu tun. Bei Ihrem Vortrag kommt mir in den Sinn, die Idee ist ja, dem Morphing Herr zu werden und zu verhindern, dass Identitätstäuschung sich vollzieht. Ihr Antlitz könnte man noch so sehr morphen. Es wird an der falschen Gesinnung immer erkennbar bleiben. Insofern ist die AfD fälschungssicher. Das ist Ihnen zumindest gelungen. Und das kann ich Ihnen nicht ersparen, da Sie ja zur Thematik nicht geredet haben, offensichtlich auch sich erspart haben, den Gesetzentwurf sich anzuschauen. Und das kann ich Ihnen nicht ersparen, da Sie ja zur Thematik nicht geredet haben, offensichtlich auch sich erspart haben, den Gesetzentwurf sich anzuschauen.